Hallöchen, willkommen zurück zu Final Fantasy Online! Nachdem wir dem Franz zu Ruhm verholfen haben, gucken wir uns mal ein paar mehr Quests an. Ich habe übrigens gerade eben rausgefunden, man kann Sidesteps machen mit Q und E. Wir nehmen noch ein paar Quests an. Wir haben's ja. Volkan sucht einen tüchtigen... Na, warte, wir nehmen das einfach an, das ist meine hier. Na, sieh mal eine an! Eine Abenteurerin, wie sie im Buch steht, genau die richtige für diesen brandgefährlichen Job. Oh. Keine Ahnung, ob es eine Folge der Klimaveränderung nach der Katastrophe ist oder so, aber in letzter Zeit vermehren sich die Marienkäfer draußen vor der Stadt wie Gill in den Taschen der Sultana. Im westlichen Tanalan kann man kaum einen Fuß vor den anderen setzen, ohne Angst haben zu müssen. Vor Marienkäfern? Auf einen der elenden Viecher auszurutschen, oh ja. Er ist auch cool gekleidet. Für furchtlose Recken wie uns und dich natürlich im Pappenstiel, aber so manchen Händlern mit Entomophobie dürfte beim Anblick des Insektengewimmels das kalte Grausen packen. Die Kaufleute aber brauchen wir hier in Ulda, die Stadt lebt schließlich zu einem großen Teil vom Handel. Wenn du die Käferpopulation da draußen also etwas dezimieren könntest, wäre ich dir ziemlich dankbar. Vier weniger von den Bestien, von den Biestern wären schon ein Anfang. Geht klar. Hier gibt es echt viele Sachen zum Annehmen. Gerade gesehen, wir können 30 Sachen scheinbar annehmen, aber nur 5 Displays. Was hast du für uns? Bist du gekommen, um mir Glück zu wünschen? Das weiß ich zu schätzen, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Was? Du weißt nicht, wer ich bin? Der nächste große Star im Kolosseum. Sasariko ist mein Name und du wirst in den kommenden Tagen noch viel von mir hören. Ich habe mir sogar schon einen Titel für mich ausgedacht. Der Granatgladiator. Ah. Dabei fällt mir was ein. Ich muss noch immer den Stirnreif abholen, den ich bei der Goldschmiede-Gilde in Auftrag gegeben habe. Würdest du dir etwas aufmachen, ihn für mich abzuholen? Ist der kostenlos zum Abholen oder muss ich dafür was zahlen? Na, hoffentlich ist der kostenlos. Und du? Ja! Hey, du da! Was erlaubst du dir, Edelleute wie mich zu stören? Leute wie du sollten eine Dame wie mich nicht mal anschauen. Welch Schock, welch unsägliche Anmaßung. Und nun sieh, wie all meine Gille über den Boden verstreut sind. Was hast du denn getan? Heb sie sofort auf. Ja. Da muss man die mit Rechtsklick aufsammeln. Alter, dauert das. Lass die Gille in Ruhe, es sind beide. Interaktion mit Objekten, ja, ich habe das gerade schon rausgefunden, mit Rechtsklick geht das. Für manche Aufträge musst du mit Objekten interagieren, das kannst du mit dem Rechtsklick, ja, dachte ich mir schon fast. Da wird sich auch gerade denken. Finger weg von der Gilde, sie meine! Zum Glück hat es nicht darunter geworfen. Du hast doch wohl nicht gewagt, etwas davon für dich zu behalten, oder? Gib mir meine Besitzzimmer, sofort! Alter. Blöde Hure. Das scheint alles zu sein. Dennoch verstehe ich nicht, wie du es wagen kannst, mich anzusprechen. Du musst mich für eine Witzfigur halten. Ich dachte immer, selbst gewöhnliche Abenteurer werden weltgewandter. Nun, die Moral von der Geschichte. Heutzutage kann man sich auf nichts mehr verlassen. Ha! Ja, wir nehmen trotzdem Gil für uns und Routine. Dazu sage ich nicht nein. Die Karte sagt, hier gibt's nichts mehr. Oh, halt, warte. Ach ja, die Goldschmiede-Gilde, lauter Eitelkeiten. Ach, das ist einfach ein komplett anderer Teil der City. So, da wollte ich gerade City und Stadt vermischen und hätte fast Shitty gesagt. Hier gibt's dann auch nochmal... Oh, Alter. Gut, dann gehen wir raus und... Da unten lang? Goldschmiede-Gilde? Das heißt, wir müssen hier lang. Nein, Quatsch. Hier lang. Haha. Kartenlesen für Anfänger. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ah ne, hier geht's dann doch noch rüber. Alter Lachs. Da kann man aber schon mal hier die Orientierung verlieren.
Oh mein Gott. Wie süß ist der kleine Fratz denn? Nice. Moino! Hey. Hier, ich hätte die Quittung und möchte gerne den Stirnreif abholen. Der Stirnreif für Sasariko? Moment, die Dame. Oh je, das ist mir so peinlich. Ich fürchte, es gab da ein paar Schwierigkeiten bei der Anfertigung des Stirnreifs für Sasariko. Uns ist während der Arbeit der Granat ausgegangen und wir warten noch immer auf die nächste Lieferung. Ach, deswegen Granatkrieger oder Granatgladiator. Hm. Ich dränge mich ja nur ungern auf, aber könntest du Schiefergriff in der Minenarbeitergilde die Situation erklären? Meinen Unterlagen zufolge hätte er die Edelsteine gestern liefern sollen. Vielleicht hat er uns nur vergessen? Wo ist der jetzt? Hier hinten. Das heißt, ich muss wieder raus. Oje, da. Bin da schon gespannt, wann wir endlich mal draußen sind. Und ein paar Viecher kloppen. Vierte Folge. Und noch kein einziges Viech angedatscht. Okay, was hast du für uns? Ah, wo steckt sie bloß? Seit zwei geschlagenen Stunden warte ich hier schon auf meine geliebte gelber Mond. Das ist doch nicht normal, oder? Also habe ich mir doch nicht eingebildet, dass sie in letzter Zeit immer so missmutig auf meine Speckrollen geschaut hat. Bestimmt ist sie mit diesem athletischen Hochländer von den Faustkämpfern durchgebrannt. Der Arme. Aber vielleicht taucht sie ja noch hier auf. Nicht auszudenken, wenn wir uns verpassen würden. Am Ende darf ich mir wieder drei Wochen ihr Genöle anhören. Okay. Die Beziehung steht unter keinem guten Stern. Das halte ich nicht nochmal aus. Ich muss auf jeden Fall hier warten. Könntest du sie vielleicht für mich suchen gehen? Ihre Wohnung ist ganz in der Nähe der Bebergilde. Vielleicht hält sie sich ja dort irgendwo auf. Ha, verdammt, hätte ich doch bloß mein Bauchmuskeltraining ernster genommen. Ab heute werde ich mein Pensum verdoppeln. Auf 2 Minuten pro Tag, damit ich einen echten Waschbärbauch bekomme. Ja, Waschbärbauch. Mhm. Den hast du doch schon scheinbar. So, aber durchlaufen passt. Hier sind wir bei der Minenarbeitergilde, genau richtig. Gut, rechts rum. Und nachfragen, was mit dem Granat ist. Mir steht der Sinn nach einem Bierchen, also beeil dich und sag mir, worum es geht. Sie will wie viele verdammte Granate? Bei den 7 Höllenmädel, die wachsen nicht auf Bäumen. Und dieser Junge, der sich selbst für den nächsten schönen Franz hält, sollte sich mehr um seine Schwertkunst als um sein Aussehen sorgen. Nun, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass dieser kleine Schnösel sich in sein Granat kleiden kann. Wenn er dann bei seinem ersten Kampf drauf geht, hinterlässt er wenigstens eine hübsche Leiche. Wunderbar. Danke dir! Dann können wir die Chose ja nachher abliefern. Halt hier lang. Aber das machen wir nicht sofort. Wir gehen erstmal weiter ein bisschen durch die City rechts lang, also nicht wieder links zurück. Mal gucken, wo uns die Quests noch überall hinführen. Ah, warte mal. Ist der jetzt auch mal aktiviert, oder? Ja, jetzt steht uns der auch zur Verfügung. Dann können wir uns ja da nachher hin teleportieren. Hier drüben. Oh. Die Kapelle ist zu. Lass mal auf die Map gucken. Oh, Tatsache. 1 zu früh abgebogen. Aber den haben wir, ne? Die Webergilde. Ach, hier in der Nähe soll sich auch die Dame befinden. Ah, hier ist gelber Mond. Na, oh, guck mal. Ethelwine. Der Modeschöpfer. Oh weh, was soll ich bloß tun? Die Präsentation unserer Frühjahrskollektion steht mit ihren Lackschüchen schon auf unserer seidenen Fußmatten. Und ich habe immer noch nicht die richtige Farbe für meine pflegeleichte Abendkleidkollektion Tüsnel da gefunden. Ich bin ruiniert. Ich bin mit meinem Nervenkostüm am Ende.
Bitte, du musst mir helfen. Streife durch den Talkreuzgang und kundschafte die aktuellen Farbtrends für mich aus. Ach, ich kann in diesem Zustand unter keinen Umständen unter die Leute. Bestimmt ist meine Haut in einem jämmerlichen Zustand. Ob all dieses Stresses und die ersten grauen Haare in meinem fein gezwirbelten Bart sind auch nur noch eine Frage der Zeit. Ach, wenn du herausgefunden hast, welche Farbe gerade im Kommen ist, kannst du direkt Leusu in der Alchemistengilde davon in Kenntnis setzen. Sie wird dann mit dem Färben der Stoffe beginnen. Du hast mein absolutes Vertrauen. Ich bitte dich, schnell erlöse mich aus dieser elenden kreativen Blockade. Geht klar. Machen wir. Gelber Mond, hey. Gut. Ach, zieht sie sich extra noch schön an für ihr Date, oder wie? Nein, nein, das sieht furchtbar aus. Dieser senfgelbe Farbton beißt sich ja total mit dem Pink meiner Haare. Ach, so werde ich zum Gespött der gesamten Perlengasse. Dabei will ich für mein Speckgürtelchen doch gut aussehen. Hol lieber nochmal die Tunika von gerade raus, die gefällt ihm bestimmt besser. Und wenn er gut drauf ist, lässt er mich vielleicht wieder seinen Schwabbelbauch kneten. What the fuck? Oh, ich darf gar nicht dran denken. Oh. Was sagst du? Mein Hängebauchschweinchen wartet auf mich? Oh weh, wenn er wegen der anstrengenden Steherei auch nur eine Onze abnimmt, werde ich mir das nie verzeihen. Ha, ich hab's. Wir gehen heute Abend einfach zu dem Gridania mit den fettigen Baumhörnchensteaks. Bei denen kann er nie widerstehen. Süß, dass sie ihn auch mit Schwabbel liebt. Wir haben irgendwas bekommen, was ich nicht zuordnen kann. Was ist das? Lavendel! Ja, das ist ja super passend. Dafür ein Like. Sehr nice. Und was hast du noch für uns? Sei gegrüßt, was führt dich zu uns? Wenn du gerade Langeweile haben solltest, könntest du mir vielleicht etwas zur Hand gehen. Die Sache ist die, in Ulda findet demnächst ein Bankett einiger wohlhabender Bürger statt. Und die scheinen dort alle in neuen Kleidern aufkreuzen zu wollen. Unsere Auftragsbücher platzen aus allen Nähten und allein mit unserer Stammbelegschaft werden wir dieses Arbeitspensum niemals bewältigen. Deshalb benötigen wir für die nächsten Wochen dringendst einige Aushilfskräfte, die uns bei einfacheren Arbeiten zur Hand gehen. Könntest du vielleicht welche für uns anwerben? Motivierte Schneider und Designer, die die Aufnahme in unsere Gilde hoffen, finden sich normalerweise zuhauf direkt vor unserer Tür. Schau dich einfach mal um und heiße vielversprechende Kandidaten willkommen. Am besten probieren wir es direkt mal aus. Tu einfach so, als wolltest du mich anwerben. Emotes, alright. Wenn Worte nicht ausreichen, kannst du deine Gefühle gegenüber einer Person oder in einer bestimmten Situation mit Emotes ausdrücken. Wähle zunächst, sofern nötig, ein Ziel aus und dann Emotes in der Sektion Soziales im Hauptmenü. Und was ist das? Der zweitletzte, okay. Wähle dann das gewünschte Emote aus der Liste aus. In diesem Fall musst du zunächst Juliana als Ziel markieren und dann Willkommen auswählen, um das Auftragsziel abzuschließen. Du kannst Emotes auch zu deinen Kommandomenüs hinzufügen, indem du sie einfach aus dem Emotes-Menü hier hinziehst. Zusätzlich zu Emotes kannst du auch Gegenstände und Benutzermakros in den Kommandomenüs unterbringen. Benutzermakros? What the fuck? Soziales, Emotes. Willkommen, packen wir einfach mal hier hin. So. Dann mit links markieren. Nein. Mit rechts markieren. Wende dich mir zu und heiße mich willkommen. Na gut. Muss ich. Ah, ne, passt. Von hinten geht auch. Ja, das machst du ganz ausgezeichnet. Wäre ich nicht schon hier angestellt, würde ich mich glatt selbst bewerben. Okay. Okay, Passanten willkommen heißen. Hey! Hallo! Na? Hey, hallo! Willkommen! Hey! Ein Aushilfsjob bei den Webern? Hm, Interesse hätte ich schon. Nice. Geht ja einfach. Na du? Die Webergilde sucht Verstärkung, sagst du? Auf so eine Chance habe ich mein Leben lang gewartet. Merk dir meinen Namen. Bald schon wird man die Kollektion von Jellian in ganz Eosorsea tragen. Ja, sichi. Auf jeden Fall.
So, dann gucken wir noch hier weitere drei Leute. Hier steht jemand. Wow. Lauernder Igel. Ja, dich würde ich auch nähen lassen. Kleider soll ich nähen? Guck mich doch mal an. Sieht so ungebahner Webe aus. Nee, finde ich auch. Zählt trotzdem. Und ihr zwei Kleinen, hey. Na? Bock zu Kinderarbeit? Ich und Dan? Du bist lustig. Mit meinen ungeschickten Händen nähe ich mir höchstens die Finger zusammen. Perfekt für die Kollektion, die die planen. Und du, Bibi? Die Webegel sucht Aushilfen? Sehe ich aus, als hätte ich Arbeit nötig? Ich habe einen Beauty-Channel, what the fuck? Na gut. Wir haben die willkommen geheißen. Jetzt gehen wir uns die Belohnung abholen. Jupp. Können wir aber auch machen, wenn wir hier Trendscout abgeschlossen haben. Lass mal auf die Karte gucken. Ah ja, Trendscout ist gleich hier vorne. So. Hey du. Ah, modisch bin ich nicht so bewandert, aber in letzter Zeit sehe ich auffallend viele rote Kleider. Mhm. Und du? Kleiderfarben? Mir doch egal. Unten drunter sehen wir eh alle gleich aus. Lüstling. Aktuellen Farbtrend. Okay. Rote Unterwäsche mit Schlitze. Geht klar. Das berichten wir doch gleich mal. Dann können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Warte mal. Das habe ich auch gesehen. Man kann sprinten. Hey. Schnieke, oder? Miau. Miau. Moino. Und, wie ist die Anwerbung gelaufen? Sicher konntest du dich kaum retten vor Interessenten... nicht? Oh, hoffentlich lässt sich trotzdem jemand hier blicken. Tja, im Modebusiness weht ein rauer Wind. Das hat sich vermutlich schon rumgesprochen. Nur die Hartgesottensten unter den Abenteurern bringen es bei uns zu etwas. Schließen wir ab. Danke. Bam, 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 bam. Oh. Okay. Dann haben wir einen Farbtrend verpasst. Ach ja, hier. Map. Uiuiui. Sollen wir uns dann... Ah, da haben wir das Ding, glaube ich, gar nicht. Ebene der Redner und dann... Oh, es gibt zwei Ebenen der Redner, what the hell? Ah, das sind zwei verschiedene Leute, ja gut. Ja gut. Werden auf der Karte auch nur die fünf Aktiven hier angezeigt? Ah, das ist auch geil, dass das hier auf der Karte dann gezeigt wird. Nice. Moment, das geht auch, wenn die nicht offen ist. Ah. Ich würde fast sagen, ja, das ist eine Hauptquest, ne? Das ist draußen, 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 okay. Alles zum Töten. Nee, wir machen das hier. Kammer der Regentschaft. Was? Da muss man hier... sechs Leute abgrasen. Und wo sind wir denn hier? Ach, im Talkreuzgang. Ach, es gibt... Okay, einfach geradeaus und dann... Jeez. Ja, dann muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Das dauert noch ein bisschen. So. Dann hier hoch. Und dann gibt es hier den Kreuzgang, oder wie? Tatsache. Hey. Farbe der Saison interessiert dich? Für mich eindeutig grün. Jedenfalls haben mir die vielen Gewänder in Gras bis Moosgrün bei meinem letzten Besuch im Wald der Einkehr ausgezeichnet gefallen. Nice. Dann haben wir einmal grün.
Was sagst du? Rot? Die beste Kleiderfarbe? Ohne Zweifel schwarz. Schwarz ist die edelste Farbe von allen. Dann weiter. Hey, herzliche Spinne. Meine Lieblingsfarbe wirst du wissen. Na, gelb, wie gelber Mond. Ach, gelber Mond, du Frau meiner Träume. Okay. Die haben wir gerade auch schon gesehen. Damit verbinden wir uns einmal kurz. Dann hier oben Bobolan. Welche Farbe dieses Jahr wohl das Rennen macht, fragst du? Lass mich mal überlegen. Weiß? Ja, weiß. Das leuchtet so schön unter Uldans Sonne und außerdem macht es den ordentlichen und gepflegten Eindruck. Sehr unschuldig. Oh, warte. Da geht's raus, das wollen wir nicht. Aber wo wollen wir denn jetzt hin? Wir müssen... Oh Gott. Hier lang und dann... Ja. Hier wieder Botschafter für irgendwelche Chosen. Wenn es um Trends geht, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Dieses Jahr werden Kleider mit roten und grünen Tupfen sowie Streifen in braun und lila das Rennen machen. Nice, bist du baff, oder? Oh ja. Das hört sich ja richtig beschissen an. Und der letzte ist hier drüben. Rururemu. Ah, nach einer passenden Modefarbe fragst du? In Uldas Straßen staut sich die Hitze und seine Bewohner sind äußerst temperamentvoll. Was wird da wohl besser passen als Rot? Oh, warte, hier ist noch so ein Ding. Ah, wir fassen einfach mal alles an, was geht. Die Alchemistengilde. Ja, da gucken wir auch gleich rein, wenn wir schon mal da sind. Alter, du kommst hier eigentlich nicht dazu, irgendwas richtig abzuschließen. Weil dir überall was angedreht wird an Quests. Oh, wir müssen sowieso hin. Hey, guck mal. Moin. Ethelwein von der Webergilde schickt dich. Der Gute machte einen arg gestressten Eindruck in der letzten Zeit. Konnte er sich endlich auf eine Farbe festlegen? Oh, du hast eine Umfrage durchgeführt? Dann lass mal sehen. Zwei Stimmen für Rot, die eine für Grün, Weiß und Schwarz. Eine Enthaltung und eine modische Geschmacksverwirrung. Sieht aus, als hätte Rot das Rennen gemacht, was? Wie praktisch, dass ich gerade eine ganze Wagenladung Oppo Oppo Schorf geliefert bekommen habe. Ih, der lässt sich nämlich prima als Farbkatalysator einsetzen. Der strenge Geruch hält auch nur wenige Wochen an und verschwindet dann fast vollständig. Du siehst also, wir sind gar nicht so kauzige Quacksalber, wie die Leute für gewöhnlich denken. Ohne uns Alchemisten fehlte es dem Leben auf jeden Fall an Farbe. Abschließen! Nice, Level Up! Errungenschaft, Geschichtenerzähler. Aha. Fünf Quests erledigt, oder wie? Okay, Errungenschaften, gut. Glückwunsch, du hast eben deine erste Errungenschaft erhalten. Errungenschaften erhältst du, wenn du bestimmte Meilensteine auf deinen Abenteuern in Eorzea erfüllst. Es gibt Errungenschaften für alle möglichen Dinge. Vom Erreichen bestimmter Stufen, über das Entdecken neuer Orte, bis hin zum Besiegen von Feinden und dem Anhäufen von Gil. Zudem erhältst du Belohnungen beim Erreichen bestimmter Errungenschaften. Einige davon sind seltene Waffen und Rüstungen, andere sind Titel, die deinem Anzeigenamen hinzugefügt werden können. Belohnungen für Errungenschaften können bei Jonatas in Alt-Gridania abgeholt werden. Oh, Jesus Christ. Wo auch immer das ist. Hey. Was brauchst du denn, Aelwin? Ja, 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 mein Werk ist vollendet. Merke dir meine Worte. Diese Formel wird die uns bekannte Alchemie für immer verändern. Ein kleiner Schluck von diesem Tonikum und selbst das leichteste Fieber wird sofort ausgetrieben. Aber ich muss es erst noch testen, Abenteurerin. Während ich mehr davon herstelle, würde ich dich bitten, diese Menge hier zur Perlengasse zu bringen, zu einem Mann namens Landebert. Soweit ich weiß, schauen die anderen Flüchtlinge zu ihm auf. Überzeuge Landebert davon, seinen Leuten mein Tonikum zu verabreichen. Ich verlange auch nichts dafür, schließlich wäre es ein enormer Fortschritt, wenn sich es als effektiv erweisen würde. Oh, und als Alchemist ist es natürlich meine Pflicht, mich um die Kranken und Verletzten zu kümmern. Die durch dein Tonikum krank und verletzt werden, oder wie schaut's aus? Naja, egal, wird schon nichts schief gehen. Werden schon keine Gliedmassen abfallen, oder? Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich laufen. Gucken wir uns mal die Map nochmal kurz an. Warum ist da ein...
Ein Pin. Wo können wir denn hier hin? Wir gehen mal zum Emeritenplatz. Ganz einfach, um relativ schnell zum Markt zu kommen. Ich glaube, da müssen wir jetzt dann nur noch nach links rüber. Na, so eng hätte ich die Kurve auch nicht nehmen müssen. Warten mal kurz, bis das hier abgelaufen ist. Also der Sprint. Und dann kann ich auf jeden Fall mal auf die Map gucken. Oh. Ich glaube, das war dann hier drüben. Warte mal, wenn wir hier drauf drücken. Oh, jeez. Alter, das ist wirklich weiter weg als gedacht. Na gut. Dann sage ich mal, als krönender Abschluss. Wir gucken einmal kurz raus. Jo. Alter, ist das ein Amma... Wie hieß der? Amma... ich habe den Namen vergessen. Okay, Kämpfe. Mit einem Rechtsklick auf ein Angriffsziel beginnst du die Autoattacke. Das Aussehen des Zielcursors verändert sich entsprechend. Aus dem Kommandomenü unten am Bildschirm kannst du mit einem Linksklick Kommandos ausführen, die dir im Kampf von Vorteil sind. Alternativ sind diese über die Tasten auswählbar, die in der oberen linken Ecke jedes Icons angezeigt werden. Um Kommandos einzusetzen, brauchst du einen gewissen Betrag an MP-Magiepunkten. Außerdem dauert es eine bestimmte Reaktivierungszeit, bevor du ein Kommando erneut ausführen kannst. Die Wirkung erfährst du, wenn du mit dem Cursor über das Kommando fährst. Was die Wirkung? Okay. Da müssen wir doch mal gucken, was hier los ist dann. Zauberwirkende Magier und Krieger, die sich auf den Fernkampf spezialisieren, wie Waldläufer, eignen sich am besten, um Ziele aus der Entfernung anzugreifen. Die Reichweite und den Radius deines Kommandos siehst du im zugehörigen Hilfefenster. Ey, den hab ich doch anvisiert, du Arsch! Nice. Das Mummelhörnchen ist Geschichte. Okay, Routine. Wenn mehrere Einzelspieler das gleiche Ziel angreifen, erhält der Spieler, der zuerst angreift, immer 100% der Routine und die Gegenstände, die das Ziel fallen lässt. Die weiteren Spieler erhalten eine Belohnung entsprechend des Beitrages im Kampf. Wenn du einen Spieler in Not siehst, solltest du nicht zögern und ihm zur Hilfe kommen. Ja, dann heißt es wieder Killstil. Ich sehe das schon. Ach, wir sind außerhalb der Reichweite, deswegen kann man das jetzt nicht machen. Ah ja, das ist auch interessant gelöst. Lauf! Was? Abbruch? Aua! Kannst du das schneller? Nee. Jeez. Was sind denn bindende Gegenstände? Einige Gegenstände, die du angelegt hast, sind nun an dich gebunden und können nicht mehr gehandelt oder auf dem Markt verkauft werden. Die meisten Gegenstände können frei verkauft und gehandelt werden, auch wenn du sie bereits einmal angelegt hattest. Allerdings sind die... Was sind sie bindend? Das heißt, sobald du diese Ausrüstung im Kampf oder zur Synthese bzw. zum Sammeln verwendest hast, wird sie an dich gebunden und ein Handel oder Verkauf an andere Spieler ist nicht mehr möglich. Ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht so viel. Komm, wir hauen den mal ordentlich eine rein. Nice. Dann brauchen wir davon auch nicht mehr so viel. Was auch schnieke ist. Ach halt, solange wir im Feuermodus sind, regenerieren wir ja keine MP. Da müssen wir vielleicht auch mal drauf achten. Aber den erledigen wir doch noch, oder? Jo, nice. Blutproben von Murmelhörnchen. Ah, da muss ich jetzt aber langsam mal... Warte mal. Das geht noch eine Sekunde und dann...
Ist es vorbei? Regenerieren wir wieder? Jo. Okay. Nehmen wir trotzdem mal hier den Eisangriff. Oh, da brauchen wir noch einen. Warum steht da F? Hä? Weiblich oder was? Was war das denn? Okay, wir müssen auf jeden Fall noch Riesenhornissen erlegen. Schnappspitzmulle auch. Hier ist schon mal eine Riesenhornisse. Uff. Knäpplich. Knäpplich, knäpplich. Na gut, machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Das Ziel ist außer Reichweite, das glaube ich nicht. Das passt so. Riesenschildkröte. Die greife ich nicht an. Definitiv nicht. Greift die uns an? Nee, die ist brav, oder? Ja. Passt also. Die Hornisse grillen wir noch. Ach, da unten ist, was wir alles an Aggro gepult haben, scheinbar. Da steht Riesenhornisse I. What the hell? Naja. Marienkäfer müssen wir noch erledigen und Schnappspitzmulle. Wo sind die denn? Ach, hier. Das ist auch gut gemacht. Die Marienkäfer sind ganz woanders. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in diesem Gebiet. Macht's gut, bis dann. Ciao.